Hey Leute, ich bin's, Banana Joe 030. Wie die meisten ja wissen, habe ich schon mal ein Setup gemacht, ein Review gemacht zum Inder-Setup. Und da bin ich ja fast gestorben. Und ich dachte, ich probiere es heute nochmal, und zwar auf eine andere Art. So, kommen wir zum Kopfbau. Moment, könnt ihr es gut sehen? Moment. So, ich hoffe, man kann alles sehen. Ich benutze dafür den Alfaka Melon und den NP-Kopf. So. Jetzt den Kopf schon befüllen. Das mache ich mit den Händen einfach, geh schneller. So, ja, passiert bei Alfaka ab und zu mal ein kleiner Stock drinne. Noch ein Stock. Ja, naja. So. Ja, ist gerade ein bisschen langweilig für euch, weil ich nichts sage. Aber ich mache jetzt gerade meine Finger schmutzig für euch. Ihr mögt mich ja schmutzig, so wie ich euch kenne, ihr notgeilen Säcke. Ihr wisst ja, ich laber viel Scheiße nicht ernst nehmen. So. Warum habe ich mich für den Finger entschieden? Ich bin noch ein Idiot. Moment, kurz Finger sauber machen. Dann später bitte nicht meckern, dass jetzt der Teil ein bisschen langweilig war, weil ich so ruhig war. Damit müsst ihr leben. Immerhin werde ich hier wahrscheinlich gleich wieder sterben für euch. So, ich jetzt mal kurz einen Durchzug. Naja, okay, ne? Ja. Die meisten von euch sind eh verwöhnt. Würden jetzt sagen, du bist so ein Spaß. Warum brauchst du nur so einen scheiß Kopf? Der Durchzug ist total behindert. Man kann gar nicht richtig ziehen. Egal. So sieht es jetzt aus. Jetzt werde ich jetzt gleich mit zwei Lagen Alu gespannt. Normaler Alu. So. Moment. Wo ist meine Alu? Jetzt wird es wieder eklig für euch. Wegen einem schönen Sound von der Alu. Ja, entschuldigt das hier, ich könnte das rausschneiden, aber ihr kennt mich ja, ich bin zu voll für sowas. Und ihr habt mich eh lieb, also könnt ihr verkraften. So. Jetzt noch eine kurze Nadel holen zum Löcher machen. Dafür muss ich den Fixer von der Mia-Zange. Am besten kurz muten, solange ich die Löcher mache. So sieht es jetzt aus. Etwas größere Löcher als sonst. Dafür auch weniger. So, dann werde ich jetzt kurz die Kohle anmachen und mich melden, wenn ich am Rauchen bin. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Kopf ist angeraucht. Ich habe eine Kosche anglühen lassen und dann in kleine Stücke geteilt. So sieht es aus. Ich rauche da mit meiner PN330, da meine Dichtung der Car-Panels kaputt gegangen ist.
So, zum Rauch. Ja, ist gerade wieder ein bisschen wenig. Ich hatte gerade schönen weißen Rauch. Geschmack kommt wunderbar durch. Diesmal kein Kratzen oder so. Oder drücken. Ich muss auch nicht husten, wie es merkt. Durchzug ist in Ordnung. Kann man damit leben. Ich rauche einen Kaya Imperator, den NP-Kopf und der PM330. Ja, zum Setup. Wie ihr schon seht, kommt jetzt nicht so viel Rauch aus wie bei einem Einloch-Setup oder bei der Powerbowl. Aber der Geschmack kommt wunderbar durch. Ich würde mal sagen, dass es ein Setup ist für Leute, die auf Geschmack viel Wert legen und eher weniger auf Rauch. Vorteil am Setup ist, man macht den Kopf voll und dann kann man locker damit 2-3 Stunden rauchen, indem man immer die Kohle nachlegt. Ja, es ist halt kein Setup für jeden Tag, da doch der Tabakverbrauch um einige steigt. Das heißt, wenn zwischendurch eure Freunde raucht, wahrscheinlich wenn eure Freunde dann meckern, warum da so wenig Rauch ist, müsst ihr halt denen versuchen zu erklären, dass man beim Schiederrauchen genießen soll, und zwar den Geschmack, nicht den Rauch. Ja klar, von der Fahrgast war eigentlich anderen Rauch gewohnt. Schöne, fette, weiße, dichte Wolken. Aber ich finde es okay. Ich kann damit leben, da mir der Geschmack wichtiger ist. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Und ja, so geht es in der Setup wunderbar. Ihr müsst dann vielleicht alle 20 Minuten Kohle nachlegen, da ihr halt eine kleine Stöcke drauf habt und die Steine halt glühen. Und ja. Wie ihr seht, es funktioniert. Ich habe es überlebt. Und ja, bis zum nächsten Mal.